Lächeln, nichts als Lächeln zwischen den beiden CDU-Frauen. Angela Merkel stellt sich demonstrativ hinter Erika Steinbach und umgekehrt. Den Vorwurf aus Unionskreisen, dass Merkel sie nicht genügend in Schutz genommen habe, den weist Erika Steinbach zurück. Ich bin zufrieden für die Unterstützung, die ich von Angela Merkel bekomme, von meiner eigenen Partei und von vielen, vielen Menschen außerhalb unseres Verbandes. Tausende. Keine Bitterkeit? Überhaupt nicht. Bitter reagiert jedoch die SPD. Dass Steinbach ihren leeren Stuhl im Stiftungsrat nicht endgültig aufgeben will, gefährdet die deutsch-polnischen Beziehungen. Es kann nicht sein, dass sich vorbehalten wird, nach einer Bundestagswahl Frau Steinbach plötzlich dann doch wieder nachzuschieben, dieses Gremium. Das halte ich für nicht akzeptabel. Für Merkel ist der leere Stuhl ein Kompromiss. Sie wisse, dass diese Entscheidung bei manchen Schmerzen verursacht habe. Das Projekt, dieses Gedenken im gesamten Lande zu festigen, zu verankern und es für die Zukunft zu sichern, das ist das, was uns vorantreibt. Das Zentrum habe jetzt eine gute Chance. Niemand habe sich mehr bemüht.